Ja, hier ist er wieder zurück bei Let's Play Crash Bandicoot 3. Ja, gerade wieder versucht, einen Edelstein zu ergattern, was mächtig in die Hose ging, da mir offensichtlich immer noch ein bunter Edelstein fehlt. Ich hole mir hier auf jeden Fall jetzt erstmal das Zeitrelikt. Und ja, was danach kommt, wird man ja dann sehen. Ja gut, eigentlich kann ich es ja schon mal sagen. Also ich brauche halt danach auf jeden Fall das, auf jeden Fall den gelben Edelstein. Denn ansonsten komme ich ja in diesem Level auch nicht weiter. Das war knapp. Ah, mach das Tor auf. Los, Hilfe, mach das Tor auf. Oh, hier. Könnte ich jetzt. Okay, gibt keine vierte Stufe. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt vielleicht eine vierte Stufe von der Maske, aber nee. Schnell, schnell. Das war nix. Ja, das war auch nix. Okay, mal gucken, mal gucken. Oh, sogar ein Goldrelikt. Ey, das ist krass. Das gefällt mir und so gefällt mir das wirklich. Okay. Ich dachte jetzt, bei dem Level wird ein bisschen schwieriger, aber ja, ich habe wohl mächtige Probleme, wie gesagt, in den ägyptischen Leveln. Okay, da wird das auch erledigt. Ja, jetzt fehlen mir also in einigen. In einigen Leveln fehlen mir halt immer noch so jeweils so zwei Edelsteine und das hat dann eben mit diesen Geheimleveln zu tun. Und ja, da werde ich einfach mal hier raufspringen und dann kommen wir zu der versteckten Zeitebene. Und hier sieht man halt jetzt die Level, die schon frei aktiviert sind. Und hier in diesem Level würde ich den gelben Edelstein bekommen. So, und das Level zum Beispiel, ach, ist auch schon aktiviert. Ach so, ja, weil ich jetzt alle Zeitrelikte habe, genau. Ja, also für jedes Level oder für alle 5 Relikte, die man einsammelt, wird hier jeweils ein Level freigeschalten. Und hier sieht man das Zukunftslevel, da bekomme ich dann auch die Edelsteine. Genau. So. Das werde ich jetzt aber auch erstmal sein lassen. Ich werde das Level 27 machen und werde mir hier den gelben Edelstein holen. Denn der gelbe, der ist wirklich schon seit einer ganzen Weile fällig. Muss man mal wirklich so sagen. Okay, komm her, du Messerwerfer, du. Eieiei. So, ich weiß nicht, 96 Kisten, ob man die auch so. Ja. Ah ja, ich werde mal versuchen, ich werde mal versuchen, auch hier alle Kisten einzusammeln. Eieiei, das war knapp. Okay, muss ich das mal so machen?
Okay. Okay, wie komme ich hier jetzt vorbei? Mit einem Doppelsprung? Ich glaube nicht, dass der so weit springen kann. So hoch springen kann. Oh. Ah. Okay, kann er doch. Außer wie? Wie Hochsprung, ey. Okay. Okay, jetzt versuche ich mal die Kisten auch noch zu bekommen. Oh, was war denn das? Ich habe da irgendwie gerade ein Geräusch gehört, als ob ein Edelstein aufgetaucht ist. Vielleicht hat die Nitro-Kisten gerade erwischt, oder? Wobei, den habe ich ja schon. Nee, hier ist der gelbe, ja. Okay. Hier komme ich jetzt zum regulären Level. Ja. Man sieht also, ein paar Mal bin ich in diesem Spiel auch noch sehr, ja, sehr überfragt. Aber, ja. Den gelben Edelstein habe ich schon mal. Das ist auch schon mal echt super. So, okay, jetzt muss ich mal zusehen, wo ich hier... In dem Level habe ich schon mal alles, das weiß ich. Hier, 4, 5. Genau. Also in den 5 Leveln habe ich alles, das weiß ich. 6, 7, hier habe ich auch alles. 8, 9. So, hier fehlen mir immer noch die 2 Edelsteine. Da war ja die... Abzweigung und ich glaube, hier könnte man jetzt eigentlich, also ich müsste ja jetzt alle bunten Edelsteine haben. Jo, Kräfte sind alle da, das ist gut. Ja, da sind sie. Ich habe alle bunten, also ja, genau. Dann müsste es jetzt wirklich möglich sein, hier diese 2 Edelsteine auch zu ergattern. Doch jetzt mal möglich sein. Aber ich würde mal auch so sagen, dass ich gar nicht mal so weit vom Sieg entfernt bin. Also ich meine jetzt das gesamte Spiel. So, hier zum Fragezeichen. Genau, da brauche ich auch die Kisten. Party an. Zack. Okay, das war nix. So, ha? Genau. Ja, das ist hier in gewisser Weise auch ein großes Hin und Her, bis man die ägyptischen Level geschafft hat. Oder aber vielleicht auch, vielleicht stelle ich mich wirklich ein bisschen blöd an. Wie gesagt, ich habe das Spiel so noch nie zu diesen 105% durchgespielt, von daher. Von daher ist es auch wieder so eine Sache. Genau, da vorne ist die Abzweigung und da kann ich jetzt durch. Weil ich halt diesen Edelstein habe. Da ich ja dann auch wieder zurück muss. Gucken, da. Ne, das lasse ich erstmal sein. Okay, dann gehe ich hier lang. Mit einem Doppelsprung. Weil, so
so geht das auch. Genau, jetzt habe ich das auch endlich. Okay, mal gucken hier. Aber hier brauche ich den Doppelsprung. Oder nicht, dass ich da... Ja. Das ging gut. Die schießen wir schön ab. Ja gut, eigentlich, das war jetzt Angewohnheit, dass ich die... Das war jetzt irgendwie Angewohnheit, dass ich die Äpfel eingesammelt habe. Aber eigentlich braucht man das ja in dem Falle nun nicht. Nee, scheiße, da wollte ich doch gar nicht lang. Okay. Oh, hier habe ich schon mal den ersten Kristall. Ah! Hilfe! Da springe ich fast in den Tod. Okay, jetzt habe ich den. Mal gucken, wenn ich den jetzt drücke, ob ich dann auch alle bekomme. Nee, 78, ach, da wird das aktiviert. Okay, da müsste ich jetzt noch mal zurück. Grün. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Vielleicht hätte ich doch mal... Wobei, so oder so hätte ich zurückgehen müssen. Ach, Leute, nee. Oh ey, Alter, das kotzt mich jetzt an, echt. Jetzt muss ich den Fick wieder machen. Oh, nee. Hatte keinen Checkpoint? Ach, na gut, ja, das war jetzt irgendwie ein kleiner Schuss wieder im Ofen. Ja, ich bin heute nicht bester Laune, muss man mal so sagen, nicht wahr? Aber ja, ich würde ja jetzt an der Stelle wieder einen Schnitt machen und wir sehen uns.